Okay. Ein wunderschön zu Clicker Hero Level. Noch nicht Level. Dixel Boomster. Ist das schon, was ich meine? Ne? Hier so Folge 48. Ja, vielleicht sollte ich die Aufnahme erst anfangen, wenn der Pause bereit offen ist. Ja, diese Internet wieder zulassen. Okay. So, gehen wir mal in die Vollbildmodus. Kamera läuft. Ja. Läuft. Okay. Klick an Registrieren, Different Monster. Ja, klar. So, ich habe mittlerweile unseren Typi, also den letzten da, auf über Level 200 gebracht. Beziehungsweise hat, also der Autoklicker hat ihn ja gelevelt, ne? Die anderen habe ich dabei aber noch manuell mit hochgelevelt auf, oder hatten wir das zusammen gemacht? Will ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind alle auf Level 125 und der letzte von uns, ja, alle 100, Level 125. Der letzte, der mit dem Autoklicker, Level 105. Er kann mittlerweile noch mal. Okay. Ah. Und Level 125. Und damit noch mal stärker. Geil, schaffen wir den Boss auch noch. Ja, ansonsten, mal gucken, was wir noch so haben. Ja, das hier ist natürlich komplett Schwachsinn. Das hier auch. Gut. Wow, wir haben also gerade mal einen einzigen Goldbonus zur Verfügung. Gut, dann nehmen wir uns den auf jeden Fall auf für, wenn wir denn gleich senden. Beziehungsweise, bevor wir lange rumreden, machen wir das vielleicht gleich. Weil mir ist halt leider aufgefallen, also, naja, ist halt die Frage. Wir kommen zwar jetzt mittlerweile schon wesentlich weiter, wir sind jetzt schon über die 200 und haben ihn auch schon auf Level weit über 200. Mittels komplett dem passiven Bild. Die Frage ist nur, wie weit werden wir jetzt weiterkommen oder werden wir relativ schnell jetzt schon stecken bleiben. Weil grob geschätzt, um ihn zu kaufen, müssten wir ihn also im Durchschnitt so auf Level 400 bringen. Das heißt, wir brauchen hier noch weitere 200 Level. Er wird aber halt immer ineffizienter, was den Preis angeht. Da wir jetzt aber Level 200 erreicht haben, haben wir alle 25er Level immer diesen Sprung. Jetzt ist die Frage, schaffen wir damit relativ glimpflich voranzukommen? Aha. Oder sagen wir, nee, wir machen lieber noch mal eine Ascension, wobei ich persönlich... Komm, wir machen einfach mal weiter, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mal gucken, erstmal, was ist denn hier los? Oh, wir haben einen Überfluss. Second Storm, Chance, bla bla bla. DPS per Click-Combo, das ist mittlerweile komplett irrelevant, also können wir den... Nein, meine kommst du halt rein. So. Skill Cooldown ist eigentlich auch Schwachsinn. Gut, das zweite mit dem 0,15 Monster pro Level Abzug ist schon ganz cool. Das ist auch ganz geil, das können wir auch gebrauchen. Plus 4 Second für goldenes Klicken ist Schwachsinn. Aber 0,5% Chance auf den mal Gold. Ist ganz geil. Das dritte allerdings 15% kritischen Click Damage. Boah, so viel? Naja, bringt das leider halt nicht, weil wir jetzt halt passiv spielen. Hey, was war das gleiche? Lol. Gut. Der macht auch 10% Chance. Mehr, bla 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 bla, mehr Gold von Kisten. Ein gut Click Combo, hä? Ist nicht ganz so. Oh, wir haben Primal. Den schaffen wir wahrscheinlich nicht. Nein, schaffen wir nicht. Schade eigentlich.
Dich können wir auf jeden Fall erstmal hier verjuxen. Jetzt haben wir hier 38 Dinger da. Die Frage ist, was leveln wir? Das klingt geil, das hier ist aber auf jeden Fall noch geiler. Hä, wo war denn der kritisch mit Fletcherchest? Hat er da gar nicht, der hatte nur 10 mal Gold. Das hat er aber auch. Gut, das heißt, wir leveln komplett ihn hier. Ja, also auch nur Schwachsinn, wir leveln den hier. So, ja. Ja. Gucken, wie weit wir kommen. Ja. Und weiter kommen wir nicht. So, jetzt haben wir schon mal plus 150% von, Gold, von Schatzkisten. Und 1%, also ja, 0,7% für 10 mal Gold. Ja. So viel zu dem Thema. Was geht hier ab? Wir brauchen noch einen. Oh Gott, wir brauchen noch eine ganze Menge. Ah. Okay, komm, wir wechseln einfach mal noch schnell ein bisschen in passiven Build. Machen noch mal den nächsten Boss platt. 1, 2, 7, 8, 3. So. Bam. Wow. Ganz schön stark. Gut, okay, dann bleiben wir so ein bisschen. Wir verdienen zwar jetzt, kommen noch Gold, weil unser Goldbonus natürlich wegfällt, klar. Aber wir können so noch mal ein paar Level rausholen. Was vielleicht ganz geil wäre in Kombination. Nein, den nächsten Boss schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ist auch kein Päumel. Gut, dann ascenden wir an der Stelle. Das heißt, Armenhop, Armenhop, wo bist denn du? Allihop, Allihop, wo ist Armenhop? Hä? Ist das bescheuert? Da. Ach, komm jetzt hier, bam. Hallo. Danke. Ich könnte natürlich auch noch mal ein paar Level hier verteilen, ne? Hart, wie viel? Boah, Alter. So, können wir nämlich noch schön, wobei ganz ehrlich, so viel bringt das jetzt auch nicht mehr. Das ist hier. Ja, yeah, wir kriegen gleich 230 Shio Souls. Woo! Hat der voll viel gebracht. Yay. Oh, 31. Mhm, interessant. So, okay, komm, wir machen das Ganze. Da, ja. So. Gut. Am Anfang. Bop. Da gucken wir erstmal. Wir haben jetzt 300 Shio Souls. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen hier wo rein buttern. Ja, das ist alles Schwachsinn. Das sind auch alles plus für irgendwelche Skills. Na gut, das hier ist für Kosten. Wird aber extrem teuer. Shanks auf der Büro. Ach, schon wieder das gleiche. Das hier ist halt, wäre halt nice, wird aber auch extrem schnell teuer. Komm, nee, wir lassen es erstmal hier. Wir lassen es erstmal hier, bevor wir hier alleine fürs Rerollen wieder 20.000 Euro ausgeben. Ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Das hier bringt auch erstmal für die Kosten, die wir dadurch haben, nicht allzu viel. Da gucken wir lieber erstmal hier lang. Also. Wir haben ihn auf Level 16. Versuchen wir die auch mal auf Level 16 zu bringen.
Hammer, wird aber ganz schön schnell, ganz schön teuer. Gut. Okay. Level 13, Level 15 und Level 16. Ich schätze mal, das ist ganz gut. Der wird halt definitiv zu teuer jetzt erstmal. Dann haben wir damit doch schon mal ein bisschen hier was raus. Aha, danke, 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 danke. So. Dann warten wir mal wieder, bis Idle kommt. Dann können wir schon idlen. So. Leider sieht man nirgendwo, welchen aktiven Multiplizierer man insgesamt jetzt hat. Weil wir müssen jetzt halt wirklich alles hier selber ausrechnen und gucken, wie effizient wie was ist. Aber soweit ich weiß, müssen die Sachen immer aufeinander aufbauen. Das heißt also quasi, genau, wir haben hier 200 Schaden, also quasi ja, das 20-fache an Schaden mal nochmal das 20-fache, also ich glaube das 400-fache. Das kann aber natürlich auch sein, dass das ja einfach miteinander aufgerechnet wird. Heißt also, wir haben 20-fach plus 20-fach, also insgesamt nur 40-fach und nicht 400-fach. Das ist halt immer die Frage, wie es hier berechnet wird. Ob die praktisch das kinetisch berechnen oder fair, ne? Oder ob sie sagen, nö, wir berechnen das unfair und addieren erstmal alles und machen das dann als Gesamt. Das wäre dann praktisch der Arbeitsamt-Move. So. Aber ich glaube, das wird einfach erstmal zusammengerechnet. Das heißt also 800 Schaden, 2000 Schaden plus 3000 Schaden plus 2000 Schaden. Ja. Was denn insgesamt gerade mal so 500, also maximal 500 Schaden entspricht. 5000. So. Okay, wir kommen wieder besser mit ein bisschen weiter leveln hier. Mit dessen kriegen wir schon viel Gold. Das kann man schon mal nicht abschreiten. Da könnten wir tatsächlich sogar noch was reinbuttern, ist aber kaum effizient. Wir kriegen jetzt für ein Level gerade noch 100% mehr. So knapp. Hä, haben wir hier noch zwei Level zusätzlich oder was? Steht denn das? Hier oben, ne? Ach genau. Ja, plus zwei Level. Halt also, wir haben hier beide auf Level 15 quasi. Deswegen ist der genauso wie der hier. Was die Werte angeht. Eben, und die haben wir keinen Bonus. Schade eigentlich. Na gut, dann haben wir die ja quasi schon auf dem gleichen Level. Ha, lol. Ja, genau, dann lassen wir das auch so. So. Pop, pop, pop. Was wir schon versuchen könnten, ist quasi immer erstmal halt Inkt. Erstmal komplett passiv zu, passiv zu spielen, bis wir den letzten Helden ausgelevelt haben quasi. Und sobald wir mit ihm nicht mehr weiterkommen, halt also sobald er so Level 200 ist oder an die Level 200 rankommt, dass wir dann wie gesagt immer nochmal nachdrücken mit dem Jojo. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wäre halt jetzt tatsächlich die Frage. Weil, wie gesagt, mit dem passiven Bild kommen wir halt erstmal schön fett durch, ne? Aber halt nur, bis wir an diese Brücke kommen, mit dem von 35 auf E40. Nee, also sogar noch weiter. E25 oder sowas. Also wir haben auf jeden Fall auf einmal einen Faktor von 15. Und ja, das ist dann halt immer so eine Stelle, die überwindet man halt immer relativ schwer und mit dem passiven Bild wird es halt noch schwerer.
Ist aber leider so. Oh, hab ich eigentlich übersprungen. Böser Junge. So. Damit haben wir jetzt hier wieder alle auf Level 25. Könnte ich mir die aus, kommt gleich nach. Oh Gott, wieder Level 70. Selbst wenn Boss einfach Insta-Kill. Ja. Macht dich bemerkbar, dass wir hier schon mittlerweile 200 Hero Souls auf Lager haben. Ist schon ganz geil. So, okay, jetzt kommst du noch. Danke. Dankeschön. Ja, die Sachen brauche ich ja nicht mehr, bringt ja nichts mehr. Genauso wie der nächste Effekt mit goldenen Klick, mit Klickschaden bringt auch alles nichts mehr. Was ist denn, wo ist denn eigentlich hier? Betty-Klicker, wo ist ein Betty-Klicker? Betty, da. Achso, das letzte war jetzt sinnfrei. Ja, das letzte war sinnfrei, egal. Kommt der früher oder später sowieso, weil wir alle auf Level 125 anheben. Siehst du, von daher können wir den auch gleich auf Level 125 anheben. Bringt ja natürlich doch nichts. Aber wir sind jetzt alle gleichmäßig auf Level 125. Brauche ich bei den anderen immer nur noch 100 Level dazugeben, immer. Dann passt das. So. Haben wir schon wieder unsere Mercedes überfahren? Ja. Gott, Alter, wie weit oben kommt der mittlerweile? Ey, das ist ja. Boah. Den überspringen wir mittlerweile schon einfach. Siehst du, das hier wäre auch so eine Aktion, die wir mal machen könnten, aber so weit sind wir noch nicht. Man kann nämlich hier bestimmte Helden, wenn man mittlerweile einfach ascendet und immer durchrauscht, dann lohnt es sich irgendwann einfach gar nicht mehr, hier die ganzen kleinen Helden zu leveln, sondern man springt quasi mal gleich direkt auf die großen und dann kann man quasi die kleinen immer gleich hier so ausblenden. Also natürlich nicht einfach alle, sondern nur so welche, die sich halt absolut gar nicht lohnen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Noch lange nicht. Oh, hier will der Stock schon wieder. Müssen wir mal hier. Oh. Wow. Danke dafür. So, danke. Okay. Wow. Wir sind schon wieder an Level 100 dran. Oh mein Gott. Das hackt aber heftig. Ey, mittlerweile haben wir echt pro Folge einfach eine Ascension. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon, ja. Und da kommt schon auch schon Boss 100. Boss 100. Also Boss bei 100. Der 100er Boss. Suchen. Das wollte ich sagen. Ist das Einzige, was gerade Sinn ergibt. So, dann leveln wir mal schon die ersten hier auf Level 100 hoch. Also 125 respektiv. Na gut.
So. Fisch. Frischfisch. So. 8E23 haben wir auch gleich. Ja, was halt noch geil wäre, ist halt die Dinger, die praktisch hier die goldenen Kisten erhöhen und die Menge an Gold pro goldene Kisten. Aber die kommen natürlich wieder nicht. Es ist wieder genau diese Kack, die wir haben. Wir haben hier irgendwie Ultra Pech. Ich verstehe das nicht. Aber Reborn kostet halt auch ultra viel Geld mittlerweile. Ist halt leider so. Also nicht ultra viel, aber im Vergleich zu dem, was wir haben, ist das schon fast ein Zwanzigstel. Also schon eine ganze Menge. Und vor allem, ich meine, einmal 20stel Rerollen, also einmal für ein 20stel Rerollen, wäre ja nicht schlimm. Aber wir Rerollen ja hier mittlerweile immer gleich 50 Mal, bis wir das haben, was wir brauchen. Irgendwie mag das Spiel hier absolut nicht. Ist schon echt ein bisschen, ne? Schon ein bisschen, naja. Ich will jetzt nicht sagen, ist gefaked, aber ich sag mal so, ne? Die Fake News Zeitung liegt nicht allzu weit entfernt. Und der nächste Primal Boss. Wuhu! So, damit haben wir jetzt schon Frostleaf und das ist, glaube ich, schon der letzte. Ja, das ist der letzte. Oh mein Gott. Ha, wechseln wir jetzt direkt auf diesen Spinner hier. Warum werden wir so langsam? Das gefällt mir nicht. Oh, was ist denn schon wieder los? Ah! DPS, wenn... Oh! Oh! Achso, plus 3 Level, okay, ja. Okay, der ist geil, den nehmen wir. Dafür schmeißen wir... Eigentlich den hier raus, ne? Der bringt derzeit am wenigsten. Ach man, Alter, nein. Kommst du da rein? Bom, dankeschön. Du kommst weg. Und jetzt können wir. Genau, den hier machen wir schön hochleveln. Bom. Der hier bringt. Boah, der bringt auch ein bisschen was und können wir hier zum Beispiel noch die restlichen Dinger reinschmeißen. So, easy. So, weil bei denen bringt es halt nichts, wenn man die lagert. Hier bringt es was, weil die geben halt Schaden. Hier leider nicht. Von daher kann man die mal schön verballern. So, wie sieht es denn hier aus? Aha, mittlerweile können wir uns hier ein bisschen was leisten. Sehr schön. Und hier können wir... Ja, genau. Oh, Darkline, Alter. Warum ist der so teuer? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Klar. Ich hasse dich. So. Ja. Ich setze meine Hand einfach mal darauf und guck mal, wie effektiv das... Oh Gott, das wird ja... Ja, doch, das können wir machen. Na, das können wir schön, das können wir... Okay, dann machen wir das so. Wir verdienen zwar so leider erstmal kaum Gold. Deswegen ich das lieber hätten erstmal machen können, als wir uns den hier hätten leisten können. Denn jetzt können wir ihn uns nicht mehr leisten. Muss man halt immer Level 1 kaufen. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Dieses Flackern vom Bildschirm, das geht mir so hart auf die Eier. Da denke ich schon mal, der Dinge schützt gleich ab. Also nicht der Rechner, ist ja kein Windows-Rechner, aber zumindest der Browser. Dam.
Okay, dann würde ich mal sagen, ja. Wie machen wir es am dümmsten? Lasse ich jetzt zwischen den Folgen idlen oder lasse ich den hier mit der Combo laufen? Weil man merkt schon, mit der Combo kommt ja auch nicht viel weiter. Vor allem verdienen wir halt während der Combo kaum Geld. Deswegen wäre es, um ihn erstmal hier gut hoch zu leveln, erstmal tatsächlich besser, mittels Idle laufen zu lassen. Na gut, ich mach's mal so. Wir lassen den erstmal idlen. Ja, das war jetzt super intelligent. Danke dafür. Ach komm hier. 1, 2, 7, 8, 3. Bam. Mal hier schön Feierabend machen hier. Solange wir die Dinger noch nutzen können. Ich mache jetzt erstmal Idle-Modus. Und sobald ich ihn auf Level über 100 gebracht habe, so Level so um die 200, sage ich jetzt mal. Aber ja, also sobald es mit dem Idle nicht mehr schnell weitergeht, mit dem Level aufsteigen, werde ich dann die Hand von ihm runternehmen und hierauf legen. Das klingt irgendwie total pervers. Also wenn ich hier den Autoklicker wegnehme und den Autoklicker auf die, also hier unsere Kombo benutzen. Mann. Mal gucken, wie weit wir jetzt schon kommen. Ich glaube, bis Level 100 bekommen wir ihn jetzt sogar schon, oder? Sieht realistisch aus. Das wird doch was. Ach, da siehst du, wir haben ja hier noch unsere. Ha! Vollkommen vergessen. Gut, machen wir gleich. Sobald wir uns das hier gekauft haben, ist ja nicht mehr weit. Da können wir quasi die Level 100 gleich hinterher schieben. Nee, Level 75. Wir kommen ja erstmal auf Level 50. So. 2,29. Gott, das ist teuer. Und schon dauert es auch wieder lange. Ach, Menno. Danke. So, okay. Jetzt nehmen wir hier unser Geschenk entgegen. Danke. Bumm. 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 Lol. Ja gut, damit hätten wir das dann auch geklärt. Das heißt, ja. Wow. Boah, Alter. Okay, gut, dann bleibe ich jetzt definitiv bei dem Aktiven, also mit der Combo hier. Und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn es dann heißt, hier werden kleine Kinder gefüttert. Ich wollte füttern sagen. Ja, doch, machen wir. Okay, gut. Dann gucken wir mal, wie weit wir nächste Folge kommen. Und ob wir denn die nächste Session tatsächlich schon weit über Level 200 bekommen. Weil wir haben jetzt gerade mal eine Kombo von 1700. Das ist ein Witz. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir definitiv wieder eine Kombo von einigen 100, von einigen 10.000. Damit könnten wir tatsächlich schon wieder Level gegen Level 300 gehen. Gott. Geil. Gut, in dem Sinne, schau mit V. Tschüdelü, bis nachher, heute Abend. Mal gucken.